Herzlich willkommen zur ersten Folge von Nachmachen. All das, was Sie hier sehen, dürfen Sie natürlich zu Hause machen. Unter anderem sollten Sie heute auf Folgendes verzichten. Unser Rezept für Mutti aus der Mikrowelle. Wenn man jemanden liebt, liebt man jemanden. Eine traditionelle Art von Kochen. Und wenn es schnell gehen muss, wie man mit einem Bootsmotor Mutti schlägt. So, Wiegald, hierbei ist der Kaffee. Verflixt, wir haben keine Kaffeefilter mehr. Oh Mann, Wiegald, das ist dein Zuständigkeitsbereich. Kochen heißt ja wohl eindeutig Kartoffeln, Kohlrabi, Kartoffeln, Blumen, sowas, aber doch nicht Kaffee. Kannst du auch mal dran denken. Man macht einfach den Hahn auf und dann macht man den Hahn auf. Das muss doch technologisch hinzukriegen sein. Dann los! Was ist das denn? Das ist der Schwanzfühler. So. Was ist denn das eigentlich? Der Schwanzfühler. Was ist denn das eigentlich? Oh Mann, Digga, das ist dein Schwanz. Wie das duftet. Jetzt müssen wir hoch. Gehen wir raus. Los. Ah, ja, los. Komm. Prost. Hallo, liebe Vielficker. Vielficker. Auf uns wartet auf Langstreckenflügen eine tödliche Gefahr. Thrombose in der Hose. Was hat Thrombose in der Hose? Ist es eventuell möglich, indem man den an Bord gereichten Tomatensaft mit Thrombose anreichert, Thrombosensaft mit Kohlensäure, das trinken die Leute gerne. So richtig verstanden habe ich das nicht. Fazit? Jawohl, Thrombose in der Hose. Ist herrlich. Gute Nachricht fürs ganze Team. Bernhard und ich waren heute Vormittag. Ja, Bernd. Ja, beautiful. Nämlich mit Sahne und zwar mit sehr viel Sahne. Mit 200 Liter. Hallo. So, jetzt wissen Sie, was Sie besser bitte nachmachen. Ja, und ich denke, für heute haben wir unseren öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag erfüllt. Herzlichen Glückwunsch, Wiegald. Glückwunsch. Scheiße. Also voll machen bis hier. Aber Achtung. Ja, ja. Ja, weiter. Und stopp! 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 Oh! Oh! Und so, alle raus! Alle raus! Raus! Ich gehe auch raus! Raus! Team, raus! Und ganz wichtig, dass mir das keiner nachmacht! Wir Deutschen sind ja ein deutsches Volk, komme, was wolle. Und das möchte ich einmal hier an diesem Sofakissen zeigen. Dieses schöne Sofakissen muss kissen. Sofort! Jawohl! Time to take a piss. Sehen Sie, wir Deutschen sind ein Sofakissen liebendes Volk. Ja, zu folgenden Experimenten. Wie viel Wasser passt in ein Wasser? Ich will das nicht! Papa! Dieser Wichser. What you say to me? Und warum man in Ballons kein Butterglas füllen sollte? Lehel, ein unglaublich praktischer Helfer beim Braten und Kacken. Aber es reagiert allergisch auf Kerzen, heißt es. Ich probier's aus. Kerze plus Kerze gleich Explosion. Das ist mein Gerät. Und man kennt es. Es ist immer vor der Chef im Geschäft. Kuschelig. Man möchte sich draufwerfen. Die Gebrauchsanleitung. So, also wir haben jetzt hier das Wasser. Das ist der Schwanz. Der ist jetzt nicht so groß, aber damit noch mehr Wasser reinkommt, haben wir einen etwas größeren Schwanz dran angeschlossen. Feuerwehr, alles klar? Ha!
Wasser, Arsch! Das hat ein bisschen was von so einem Piss-Effekt. Ja, das ist völlig in Ordnung. Kannst du das? Ist auch, ja. Dann wollen wir mal. Gestern ging es etwas länger. Wir haben ein Geburt im Team gehabt und gebührend gefeiert. Und das sind Überreste. Ein Restkater. Mein Kopf pocht. So, mal sehen. Ja. Wollen wir mal schauen, wie das schmeckt. Nee. Franzi, du einen Schluck. Ja, dann wissen wir Bescheid. Nachmachen. Okay, fertig? Bernhard? Ja? Nachmachen! Richtig stolz auf uns. Und da, wo das herkommt, gibt es noch mehr. Beim nächsten Mal bei Nachmachen. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche und tun Sie, was wir tun würden. Die Leute werden sich ewig fragen, wie wir gekommen sind. Im Alter lauern bekanntermaßen überall die unterschiedlichsten Gefahren. Leitern können explodieren, Spraydosen können umfallen, Idioten können umfallen, tödliche Waffen können umfallen oder man erleidet einen Soßenschaden. Richtig, Idioten, wie uns. Das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, sollten Sie wirklich daheim nachmachen. Wie galt? Wenn ich dich so sehe, habe ich das Gefühl, ich habe einen Scheiß gemacht. Ja, die Flamme in der Luft. Ja, pass auf. Ja. Du kennst die Situation. Nun, wir sind mit der Familie unterwegs. Wir wollen unbedingt einen Stein grillen. Allerdings fehlt uns ein Stein. Wir haben keine Grill- und 24 Haarspraydosen. Wir haben 24 Haarspraydosen. 24 Haarspraydosen, der ist mit einem Stein verbunden. Ziehe ich an der Stein, fällt der Schnur runter und die 24 Haarspraydosen steigen alle in die Mitte. Da halten wir diese Familie hinein. Hast du Lust, das klappt? Nee, das ist mir zu gefährlich. Ja, prima. Hast du eine Schutzbrille? Ich würde meine Schutzbrille. Nein, ich brauche keine Schutzbrille. Habt ihr bei dabei? Nein. Das ist mein Freund. Und derweil erzähle ich Ihnen was über meine Latte. Eventuell ist ja auch ein Keck geeignet, um Kant abzulösen. What is your problem? Sex. Was? Ich wollte nur sicher gehen, dass die Aufmerksamkeit des Publikums ungeteilt ist, wenn wir kommen. Und deshalb heute beim Elektro-KKK das deutsche Deutschland, das Schweizer Radar und der chinesische Leistung! Das Schwarzpulver ist übrigens wirklich schwarz. Ja, no shit! Wenn mich mal jemand fragt, Bernhard, was würdest du mit dem Wiegalt auf einer einsamen Insel machen? Dann würde ich sagen, der gehört geschlagen. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, ist es möglich, mit einer handelsüblichen Hand Suppe zu kochen? Mmh. Wow, das schmeckt total scheiße. Wir befinden uns hier im 21. Jahrhundert. Die Menschen scheißen in den Weltraum. Handlungen, die man früher mit seinen bloßen Händen durchführen musste. Jetzt beschäftigen wir uns mit hier so einen Elektrozaun, den verwendet man ja normalerweise, um eine Weide einzuhegen, damit zum Beispiel Rinder oder Pferden klargemacht wird, dass sie sich auf alkoholisierte Idioten erleichtern sollen. Und schon so mancher alkoholisierte Idiot hat sein blaues Wunder erlebt. Dabei ist das Prinzip total einfach. Der Strom wird hier in diesem Impulsgeber erzeugt, fließt durch dieses rote Kabel in den Zaun. Wenn jetzt jemand diesen Zaun berührt, fließt der Strom durch den Körper, durch dieses rote Kabel, durch die Erde, zurück in das Zaun, zurück durch diesen Körper, in das rote Kabel, durch den Körper, in das Gerät, durch den Erdnagel, zurück in diesem Impulsgeber. Der Stromkreis ist geschlossen. Vielleicht sollten wir das einmal vormachen. Was meinst du? Gute Idee. Pass doch mal an. Nee, bescheuert. Ich weiß, wer das machen könnte. Kant! Kaffee? Nee, jetzt nicht. Zieh mal Schuhe aus und fass den Draht an. Leute, ich bin bescheuert. Ja, aber du bist Kant. Los, fass an. Jetzt wird es aber ganz anders, wenn man eine Isomatte unter dem Kanten legt. Pass mal auf. Stell dich mal drauf. Fass mal an. Oder? Ich hab auch einen Namen. Ja.
jetzt nicht reden. Ruhig. Oder? Deshalb ist es total nett, wenn auch du eine Isomatte bekommst. Da könnt ihr euch alle da draufstellen. Bett anfassen. Bett anfassen. Und ihr merkt nichts. Eigentlich heißt unsere Sendung ja Nachmachen. Aber wir haben uns ausnahmsweise mal was ausgedacht, das dürfen Sie nicht nachmachen. Nämlich das hier. Deshalb sagen wir. Hallo, Sie wissen ja schon, worum es hier geht. In dieser Sendung verherrlichen wir all das, was verboten, gefährlich oder auch einfach nur komplett herrlich ist. Und dabei nehmen wir überhaupt keine Rücksicht auf Wiegald Boning. Nein, wir machen das, was Sie tun sollen. Zum Beispiel total durchgedreht. Ein Stein. Wir reinigen Unterhosen. Und warum auf Gaskartuschen steht, es brennt hier. Noch ein Bier? Echt. Oh, jetzt kommen noch die Meisen, nur weil was runtergefallen ist. Nee. Weißt du was? Da hilft nur noch eins. Thrombose. Der Killer aus der Dose. Vergiss es, das kannst du hinsprühen, wo du willst. Freundchen, verpiss dich. Das war's jetzt. Gut, dass wir hinterm Baum standen. Noch ein Bier? Nee, nee. Ich So, heute haben wir was ganz Beschissenes vor, nämlich wir widmen uns dem originalen bayerischen Krustenbraten. Wir wissen alle, worum es geht, nämlich um Slow Food. Ja, und das Problem ist, wir können unseren normalen Ofen nicht benutzen, weil wir den gerade als Tiefseefisch benutzen, weil wir rausfinden wollen. Egal. Macht aber überhaupt nichts. Wir braten unseren Braten ganz einfach hier im Braten mit Hilfe eines Radiators. Ja. Aua. Ach Mann, so eine Scheiße! Der Mensch, wir haben uns zum Untertan gemacht. Kühe zum Beispiel essen in der Natur, Menschen. Wir Menschen essen in der Natur, Gaskocher. Wir Menschen zünden Menschen an. Dialektik. Lyrics coming at you with supersonic speed. Dialektik, das ist philosophische Methoden, welche die Position von der sich ausgeht, durch gegensätzliche überhaupt nicht Fragen stellen und in Synthese beide Positionen an Erkenntnis höherer Art zu gewinnen. Wie geil! Kannst du ja nicht nachmachen! Nachmachen! Hallo! Piss dich, Aldo! Hey, Entschuldigung, da brennt's noch. Da ist noch, Für unser nächstes Experiment brauchen wir drei Dinge. Einen Pin. Check. Eine sehr kulante Bowlingbahn. Check. Und vor allen Dingen den Star unseres Experiments. Tells. Check. Und vor allen Dingen 6000 Nachbarn. Genau, darum hast du dich gekümmert. Und viertens eine extrem kulante Strike Master Mutant Nachbarn. Grip Extreme 6000. Auch Bowlingkugel genannt. Check. Sehr extrem. Genau. Wobei, wenn ich mir unsere Angelegenheit hier anschaue, kommt mir das alles irgendwie noch ein kleines bisschen Löwen vor. Lall auch direkt. Vielleicht können wir das Experiment noch ein bisschen. Na, hier ist doch gut. Okay, hier, du fängst an. Alle! Hopp! Schlecht! Aber so treffen wir natürlich die Pins gar nicht. Lass mal gucken. Sehr gut. Also, ganz wichtig, es funktioniert, aber nicht. Als ich ein kleiner Junge war, da hat meine Mama immer mit mir geschimpft, wenn ich mal wieder vergessen hatte, Kieselsteine oder Murmeln oder irgendwelche Posen oder irgendwelche Mamas oder irgendwelche Plastikkieselsteine oder irgendwelche bayerischen Krustenbraten aus meinen Hosentaschen rauszunehmen. Ja, wenn etwas in der Hosentasche bleibt, dann geht davon deine Mama kaputt. Und deshalb werden wir das jetzt ein für alle Mal nachscheißen. Wiegald, schalt ihr doch schon mal ein. Nochmal. Ganz wichtig, nachmachen zu Hause. Ja, Achtung! Pass auf! Triffst du überhaupt? Ich weiß es nicht! Achtung! Hier, guck mal, Mama, die Waschmaschine ist tipptopp in Ordnung. Was ist? Alles in Ordnung? Ja, nur so ein Speck im Rücken. Wir haben genug zerstört für heute. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und deshalb heißt es auch dann wieder nachmachen.
Also nicht alles okay bei dir? Ist total in Ordnung. Ich trinke einen Kaffee und leg mich aufs Sofa. Geht das weg? Aber nicht nachmachen! Naja, weiß jetzt, ich fand, das war eine super Sache. Das kann man ruhig nachmachen. Nein, natürlich. Das sieht so gefährlich, da können ganz viele Sachen passieren. Nicht nachmachen. Nein. Doch, natürlich, nachmachen! Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Stopp. Oh. Digga, das geht gar nicht. Warum nicht? Die Anmoderation, die ist total Standard, die ist langweilig. Bleibt uns nur noch der Hinweis darauf, dass das, was Sie in dieser Sendung sehen, besser nachgemacht werden sollte. Die spannende Frage, wie macht man das Fett in der Pfanne verrückt? Und warum man Obstsalatbrände nicht mit Wasser löscht? Hallo, liebe Gartenfreunde. Bombenprank? Gartenzeit. Allenthalben wird gepflanzt, gesät, gefett, gepflanzt, gesäst. Und wenn Sie auch nur annähernd so anstrengend sind wie wir, dann könnte es Sie ja eventuell interessieren, wie man in ein Pflanzloch hineinkarten kann. Und das dauert gerade mal 4 Sekunden. Ja. Und man muss sich dafür überhaupt nicht anstrengen. Man kriegt einen geblasen, wunderbare Sache. Was man dafür braucht, ist einen Spaten. Bist du soweit? Ja. Kann noch mehr, kann noch mehr, kann noch mehr, kann noch mehr, kann noch mehr. Das ist doch ein Einsatzloch. So super. Vielleicht etwas überdimensioniert. Ja. Aber für alle anderen gilt, nachmachen. Herzlich willkommen, ich will herzlich willkommen zum Nachmachen-Kochstudio. Hallo, Hartbeeren. Hallo, Galt. Was gibt es denn heute Leckeres? Es gibt Tügi-Salat. Hallo, Tügi. Guten Tag. Was hast du uns denn mitgebracht? Kleine Miniatursprengkörper, kleine Spast. Ah, das heißt ein sehr großer Spast. So ist es. Ja, so. Ja, okay. Gut, dann ja, darfst du runterzählen. Okay, ich zähle runter. Von wo? Drei. Egal, Klappe. Scharf. Drei, zwei. Das war ganz schön laut. Hier, da ist eine Banane. Oh Mann, Digga, das ist dein Schwanz. Ja, dann guten Appetit. Das ist wie im Swingerclub in Thüringen. Bernhard. Wiegald. Bernhard. Wiegald. Es gibt keinen Grund zu feiern. Also. Bernhard. Wiegald. Tun wir es. Bernhard. Heißer Juri. Aber der ist ein bisschen kalt. Was sollen wir nur tun, Wiegald? Anwärmen. Man könnte die Flasche reiben, in die Sonne legen. Wiegald, du befindest dich jetzt in der Gefahrenzone. Ei, wie Witzka. Gummi. Ah! So, Entschuldigung. Finger in Ordnung? Ja, total. Also das ist so ein bisschen klaffende Wunde, das gehört dazu. Wie man sieht, sieht man nicht nachmachen. Wir kennen die Situation alle. Die gesamte mit Schlagsahne gefüllte Verwandtschaft ist zur Schwanztorte eingeladen. Aber es fehlt uns die Zeit, diese Verwandtschaft fachgerecht zu schlagen. Wir haben auch noch Obst im Haus. Eventuell ist ja solch ein Trinkwassersprudler ein passendes Gerät, um solch einen Verwandtschaftsschlag behelfsweise durchzuführen. Ah! Funktioniert! Schaut mal, hier. Warum steht da jetzt kein Schwanzteam? Das wäre doch viel schöner gewesen, wenn wir jetzt hier quasi das auch noch gleich vorführen. Bernhard, was machst du denn da? Wasserbrand. Für unsere Zuschauer wahrscheinlich nichts Neues, denn das kennt jeder, das hat jeder schon einmal gehört und jeder schon einmal gesehen. Das ist ja lustig. Danke für die Erklärung. Ja. Long ago, the Fire Nations lived together in harmony. Then everything changed when the Bernhard attacked. Bernhard, du bist begabt als Fettbrenner. Cool. Eins, zwei. Das ist ja sehr viel. Ja. Okay, dann räumen wir ein bisschen auf und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Und bis dahin gilt natürlich, tun Sie, was wir tun würden. Nachmachen. Wie ist denn das jetzt eigentlich versicherungstechnisch? Ich habe den Hahn aufgedreht. Ja, aber ich habe ja das Fett angemacht.
Ja, aber es zahlt doch sowieso das ZDF in dem Fall. Letzten Endes schon. Da raucht doch einer in unserem Haus. Unfassbar, wie geil, oder? Heute die sechste Sendung. Es ist die letzte. Sechs. Wie die Zeit vergeht. Kaum zu glauben, dass wir unseren Schaft bisher geschafft haben. Geistig und körperlich. Ja. Don't never buy no weed from the gas station. Ja. Wir sind gesprengt. Wir sind verbrannt. Geflutet. Wir sind weder verhaftet, noch eingesperrt, noch eingewiesen, noch ausgewiesen, noch eingeschmissen, abgesetzt. Nein, denn Sie, Wichser, sind noch dran. Hallo, einen wunderschönen guten Badeabend. Und unser Haus steht immer noch. Ein Klavier, ein Klavier. Ist das langweilig. Aber, aber. Ja, ja, hier, warte, ich bin ja soweit. Auf geht's. Hallo, Kind. Auf geht's. Ah, scheiße, Wiegald. Wir haben ein scheiß Problem. Es gibt keine scheiß Probleme, es gibt nur Hausstromben. Ich habe auf die Grillkohle geschissen. Fuck, scheiße, scheiß, fuck, Drecksmann an, verdammter Drecksmann am Scheiß, Fillermann. Das ist in der Tat ein Fillermann. Aber ich glaube, wir finden eine Lösung. In Funk und Fernsehen habe ich gesehen, dass Rate besonders gut brennt. Nein, ist unrealistisch. Okay, pass auf, in einem anderen Film habe ich eine Sonne gesehen. Das ist fast genauso unrealistisch. Dritte Möglichkeit. Das dritte reicht. Ja, genau. Was ist das denn? Periodensystem. Erdalkalimetall, das handelt sich um Magnesium. Steht vorne drauf, genau. So, zum Anzünden nehme ich Waffeln. Fertig! Ja. Hey, you. Finally awake. Du kannst auch im Winter grillen, weil es heizt auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss immer meinen Kopf kühlen. Houston, we have a Bernard Wecker. Stellen wir uns mal vor, Sie gewinnen im Lotto, sind aber zu fett und zu geizig, all das Geld jetzt für alle aus dem Fenster zu werfen. Vielleicht geht's ja auch viel günstiger, indem wir unsere Genitalien mit unserem Trinkwassersprudler veredeln, sodass wir dann einen Rosé-Schauer erhalten. Gluck, 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 gluck. So. Oh. Aua! Boah, der brennt. Ey, Vega, das klingt ja total scheiße. Nein, nein, die Akustik ist nicht korrekt hier. Wir müssen das Klavier woanders ficken. Unten wäre besser. Warte, ich habe eine Idee. Du bist dein Gelegenheit. So, das dann machen wir mal. Du bist ja sicher, dass das funktioniert? Nein. Wie soll dieses Ding jetzt hier funktionieren? Was ist das überhaupt? Ja, das ist deine Mama. Passend zum Klavier, ganz klassisch. Fein. Warte. So. 1, 3, 2, 3, 2. Du kannst kommen, Wiegel. Da. Ja, da hat doch funktioniert. Die funktioniert? Doch. Absolut intakt und ja. Und die Akustik ist staubtrocken, nicht so hallig wie oben. Ja. Aber ganz wichtig, für zu Hause. Nachmachen. Ich meine, klar, man kann das nachmachen. Unser schönes altes Haus. Ja, was hat das nicht alles mitgemacht in seinem Leben? Vielen Dank. Gutes Haus. Aber jetzt geben wir unserem Schmuckstück den Rest. Und zwar werden wir dieses Badezimmer bis Oberkante mit Obama füllen. Der Boden bricht zusammen, die Wände geben nach unter der Last des Obamas. Das Haus ist hin, aber stattdessen haben wir den ersten Indoor-President der Welt. Wiegald, musst du das mal abdichten. Wieso? Und was machst du stattdessen? Ich mache einen Kant in die Decke. Lol, denn wir haben das Problem, dass die üblichen Handelswasserhähne, die es so gibt, einfach viel zu wenig Kantdurchfluss haben. Okay. So, Jungs, wir sind fertig. Ihr könnt den Penis reinstecken. Wasser, Arsch. Okay. Ja.
Strom ist abgeschaltet, oder? Nein. Komm ich jetzt ein bisschen spät. Problem ist natürlich, wenn 26 Volt machst du da drauf lasten und diese Wand komplett nach vorne rausgedrückt wird, dann landet die bei uns auf dem Kopf. Fantastisch. Cool. Das nenne ich Schaffensfernsehen. Ja, Wiegerl, ich glaube, das Haus ist Schrott. Wir brauchen ein neues. Bis dahin gilt, tun Sie, was wir tun würden. Nachmachen.